Willkommen zurück zu Randall's Monday. Wir haben Tag Nummer 6 erreicht und wie man sehen kann, wir sind im Knast gelandet. Wir wollen logischerweise so schnell es geht wieder ausbrechen, haben Charles an unserer Seite, der bereits sich rausgräbt, jedoch ein bisschen Hilfe dabei braucht. Und um weitere Hilfe zu finden, müssen wir in die Bücherei, jedoch sind da drei Kollegen, an denen wir nicht vorbeikommen. Wir haben dementsprechend zwei Lösungsansätze oder zumindest Anfänge, um das Ganze zu schaffen. Wir haben den Dieb, der ebenfalls hier drin ist. Der will uns irgendwie helfen, aber nur, wenn wir die Wache irgendwie ablenken. Dann haben wir von dem Verkäufer, der hier hinten bei dem Hinterhof ist, ein Passwort bekommen, das uns durchlassen soll. Und zwar Klaatu Barada Nicktu. Und ich war mal so frei und habe nachgeguckt, was das ist. Ist eine Referenz zu dem Film The Day the Earth Stood Still. Und dementsprechend bin ich mal schon sehr gespannt, was dann jetzt gleich passieren wird. Ansonsten, ich möchte noch mal ganz kurz hingehen und sicher gehen, dass wir uns alles angeguckt haben. Wir haben Dieb, wir haben Wachturm, Basketball, Gefangener und sein Essen. Das ist interessant. Wir hatten die Sachen uns angeguckt. Wir haben Stacheldraht und wir haben Hinterhof. Aufpassen, dass ich nicht auf Sleazy klicke. Oh, Moment, hier unten ist ein Hinterhof. Lass uns erstmal auch kurz da hingehen. Oho, das bringt uns zu einem komplett anderen Ort. Es ist natürlich fies, dass es beides mal Hinterhof genannt worden ist. Und nicht irgendwie, keine Ahnung, irgendwas anderes halt einfach, damit es einfacher zu sehen ist. So, wir haben Astbaum, trockenes Laub. Ich lasse mich zwar gerne Mr. Fantastic nennen, das heißt aber nicht, dass ich Gummiarme habe. Okay, wir haben Laub mitgenommen. Es war interessant, dass uns hier dieser erste Platz freigehalten wird. Nur ein paar vertrocknete Blätter. Mhm. Und ich gehe wirklich davon aus, dass dieser Bereich hier so groß ist, dass da wirklich aber nur der Stock hingehört. Der erste Baum, den ich seit Monaten sehe. Das ist beängstigend. Eine alte Harke. Mhm. Da würde ich sagen, haken wir doch nicht weiter drauf rum, sondern nehmen es einfach mit. Vernachlässigtes Feld. Überbleibsel. Gärtnereikiste. Hier sind überraschend viele Sachen. Ich gehe mal davon aus, dass wir nicht an den Wasserhahn rankommen. Wespen. Meine alten Erzfeinde. Solange die da sind, kann ich den Wasserhahn nicht verwenden. Ja, und ich denke, das ist jeder Person ein Erzfeind. Holy shit, du nimmst ja wirklich alles mit. Riecht ziemlich nach Scheiße. Das ist doch dein Ort. Da ist ein Vorhängeschloss dran. Mhm. Das ist ein Schloss-O-Matic 9000. High-End-Vorhängeschloss. Mit manchen Sachen kenne ich mich aus. Yep, du Verbrecher. Mach ich lieber nicht. Ein paar Stücke Holz, die zusammengenagelt und in den Boden gerammt wurden. Ein alter leerer Kartoffelsack. Klar noch. So, und ich könnte jetzt hingehen, vermutlich das mit der Hake verbinden. Und das mache ich jetzt auch einfach mal sicherheitshalber. Ja, ich bin zwar kein Fachmann, aber das sieht doch schon ganz gut aus. Jetzt zum nächsten Schritt. Was auch immer dieser nächste Schritt sein sollte. Okay, also wir haben hier etwas, das wir weitermachen könnten. Gucken wir mal ganz kurz, ob hier noch was ist. Astkiste. Okay, es kann losgehen. So, und jetzt haben wir hier Wespen. Stelle für Absperrhahn. Da stecke ich meine Hand nicht rein. Da sind Wespen drin. Vor allem, wie willst du doch deine Hand da reinstecken? Total ausgetrocknet. Okay, also wir werden vermutlich hier irgendwas anbauen müssen. Aber dafür werden wir am Ende vermutlich einfach Wasser brauchen. Dafür brauchen wir vermutlich hier von der Gärtnereikiste irgendwas raus. Vielleicht sind da sowas wie Samen oder ähnliches drin, dass man da reinballert. Und ist dann der Witz, dass wir dann daraus was wachsen lassen sollen, damit wir dann darüber kommen? Meine, wäre eine Möglichkeit, aber so viel Zeit wollen wir eigentlich A, nicht drin verbringen und B, wir haben noch einen anderen Ansatz, den wir nutzen oder verfolgen wollen. Dementsprechend gehen wir aber mal zurück und gucken wirklich erstmal mit dem Passwort. Der will, wie gesagt, erst abgelenkt werden und da weiß ich nicht, wie wir ihn ablenken sollten. Denn wir haben zwar jetzt hier von der Katze die Schüssel bekommen, aber wir haben nichts, was wir damit rein füllen könnten. Dann haben wir die Duschräume, die sind nicht betretbar.
Aber weil Murray halt noch davor sitzt und uns nur zu gewissen Zeiten reinlässt. Das geht ja auch in Ordnung, aber wir müssen uns das halt logischerweise alles nochmal so ein bisschen vor Augen halten. Dementsprechend will ich auch hier ganz bewusst immer so ein bisschen gucken, ob wir nichts verpasst haben, wie zum Beispiel die eine Sache mit dem Hinterhof Nummer 2. Können wir hier was machen? Interessanterweise hier ist wirklich nur Klappbett oder Kissen ohne Bezug, sowie Schnaps. Können wir vielleicht die Bowle mit Schnaps auffüllen? Das Waschbecken ist wirklich winzig, passt nicht. Das überrascht mich. Kann ich das irgendwie... Wenn du das für eine gute... Hätte ja sein können, dass man sagt, man nimmt den Schlauch... Wenn du das für eine... Und verbindet das dann mit der Sache... Oh, darunter können wir zur Küche. Waren wir schon mal runter zur Küche? Ich glaube nicht, aber wir versuchen jetzt erstmal mit dem Passwort. Tut mir leid, dass ich nochmal störe. Was denn noch, Frischfisch? So, klar, du, Barada, nick du. Okay, dann sage ich mal den Zauberspruch. Wovon redest du da? Klaatu, Barada, Nektai? Nektar? Nickel? Ah, scheiße, wie war das nochmal? Ich weiß, es ging mit N los. Wie war das scheiß letzte Wort? Nicktu. Das war's. Klaatu, Barada, Nicktu. So, ich hab's gesagt. Also aus dem Weg jetzt, die Bibliothek erwartet mich. Was geht denn bei dir ab? Was soll denn das werden? Uns deaktivieren? So langsam fängst du an, mir auf den Sack zu gehen. Ich dachte, das wäre das Passwort. Das Passwort? Ich glaube, da hat dich jemand verarscht, Kleiner. Du wirst hier eine richtige Lachnummer. Arschlöcher. Willst du's heimzahlen? Ja. Ja, will ich. Willst du ein für alle Mal klar machen, dass man so nicht mit dir rumspringen kann? Ja, sicher. Willst du bis Dienstag überleben? Auf jeden Fall. Also, was muss ich tun? Komm in die Wäscherei und ich zeig's dir. Aber ich warne dich. Wenn du beißt, schlag ich dir die Zähne ein. Nenn mich einfach Gord. Okay, ich weiß, worauf das hier hinausläuft. Und ich passe. Na komm schon. Lass mich nicht hängen. Ich hatte mir schon Hoffnung gemacht. Gib mir wenigstens einen kleinen Kuss. Ein Kuss? Vergiss es, das ist mir zu brenzlig. Ich hau ab. Ein Kuss. Bis dann. Und sei vorsichtig. Hier drin weiß man nie. Okay, also es war irgendwie schon so zu erwarten, dass wir nicht einfach durchrennen können. Guten Morgen, ich heiße Randall. Bist du der neue Sous-Chef? Nee, ich wollte nur... Dann verpiss dich aus meiner Küche, du Schabe! Aber ich wollte doch nur... Ich will das nicht nochmal sagen. Ich reiß dir die Beine raus! Okay, okay, Mann. Bruno will mich scheinbar nicht in der Küche haben. Okay. Wann ist der nach unten gegangen? Ich dachte, der wäre hier immer noch... Okay, logischerweise war er jetzt hier nicht mehr drin, aber... Wann ist denn der da rausgegangen? Denn als wir beim letzten Mal hier vorbeigelaufen sind, war hier auch noch zu. Ich guck mal ganz kurz, ob ich den Arm irgendwie helfen kann, da wieder rauszukommen. Ich wüsste jetzt, ehrlich gesagt, nicht wie. Ich krieg ihn nicht mit bloßen Händen raus. Okay. Haben wir da irgendwas für? Hätte doch sein können, dass man das dann irgendwie so hochhebelt. Sonst haben wir auch nichts. Das sind nur Kissenbezüge. Auch wenn es danach aussieht, als wären das volle Kissen. Gefangenenuniform. Ein alter leerer Kartoffelsack. Kann man das irgendwie verbinden? Nee. Waschmittel-Tablette. Ein Waschtab. Der war in der Tasche von der Gefangenenkluft. Nur ein Glas. Mit einem Loch drin. Der Kürbis sieht aus, als würde er schon lange rumliegen. Was beeindruckend ist, weil die werden dann nicht trocken, sondern die verfallen in den meisten Fällen eher. Also wir wissen, wir kommen nicht durch die... an den drei Kollegen vorbei, um in die Bücherei zu kommen. Wir haben den Idioten, der Soßenchef ist, Soßchef. Wir haben den Kollegen, der ist uns aktuell interessant. Wir müssen vermutlich erst mit dem widersprechen, wenn wir den Sprengstoff haben. Und wir haben Murray. Ich denke, dass wir Murray nur losbekommen, indem wir die Katze auf ihn hetzen.
So hat es zumindest bei diesem Gespräch damals geklungen gehabt. Oh nein, freund dich nicht mit der Katze an, sonst heißt es, du stirbst. Was haben wir denn noch so? Ebenfalls haben wir noch draußen den Dieb, wie gesagt, der wartet. Und dann haben wir da hinten noch die Spuckfreunde. Ich wüsste nicht, was wir mit denen wollten. Ich meine, wir werden vermutlich irgendwann diesen Spuckwettbewerb gewinnen müssen. Aber bitte fragt mich nicht, wie. Dann will ich irgendwie Hilfsmittel finden oder eine Möglichkeit, uns irgendwie zu stärken. Sehe ich das jetzt erstmal noch nicht passieren. So, die Sache ist, lass mal gucken. Ja, man kann das einfach aufheben. Man muss immer so ein bisschen gucken, ob man Sachen nicht irgendwie dann doch anziehen kann, wie die Red Captain Red Maske. Hätte sein können, dass man sagen könnte, hey, man nimmt den Sack und das Ding und dann zieht man sich das irgendwie an oder den trockenen Kürbis und zieht sich das über den Kopf oder ähnlichen Blödsinn. Ist aber nicht der Fall. Nur ein paar vertrocknete Blätter. Das ist alles leicht merkwürdig. Auch das mit dem Maßband ist sehr interessant, dass wir weiterhin das hier haben. Das ist fies. Wir haben wieder so viele Sachen, die man auswählen könnte. Fahrer mit Defense. Also hier sollen wir vermutlich so überhaupt nicht rein. Keine Zeit für Grummeleien. Ich muss mir etwas Sprengstoff krallen. Okay, also mit dem soll ich nicht reden. Ja, unten, da sieht es zwar so aus, als würde es in Wirklichkeit weitergehen, aber nicht für uns, ja. Bei beiden Seiten ist nichts dabei. Kissen ohne Bezug, Kissen ohne Bezug, Bett, Toilette. Ist da was drin? Sicher nicht. Ich steck auch so schon in der Scheiße. Mhm. Ich gehe nochmal raus und gucke, ob sich da jetzt nochmal was geändert hat. Wenn der Soßenchef auch weg ist, dann könnte ja sein, dass jetzt hier sich irgendwas verändert hat. So, hier ist alles gleich. Gucken wir, ob hier sich was verändert hat. Nope. Obwohl es interessant war, dass sie diesen Schritt nochmal gemacht hat. Sah aus, als würde jetzt erstmal nochmal was passieren. Und dann haben wir noch da hinten. Und wenn das nicht der Fall ist, dann werde ich vermutlich wieder hingehen und nochmal mit allen reden dürfen. Vielleicht sind diese Informationen, die wir erhalten haben, jetzt auf einmal von Nutzen für uns. Na, sieh mal, wer da kommt. Wenn das nicht unser Freund Randy ist. Hast du schon mit Box gesprochen? Hat ihr dir sein Necronomicon gezeigt? Nein, und sein Ahasch auch nicht. Das verdammte Arschloch hat mich ausgetrickst. Wie läuft es mit dem Waldspuckwettbewerb? Das verdammte Arschloch hat mich ausgetrickst. Hey, Arschnase. Wer ist einer von uns? Bisschen Respekt hier. Einer von euch? Ihr erzählt doch nur Scheiße. Was hat denn der schon drauf? Immerhin hat er mit einem Satz aus dem Film letzte Woche einen verblödeten Rookie dran gekriegt. Also so seid ihr gewickelt, ja? Hey, sieh's mal positiv, Junge. Immerhin hat's Spaß gemacht. Hey, du verdammter Lügner. Wir sind noch nicht fertig. Entspann dich. War doch bloß ein Spaß. Jetzt hab ich dich auf meiner Liste. Du weißt ja, wo du mich finden kannst, Neuling. Du hältst dich besser von unserem neuen Freund fern. Oder eine Nacht mit Box in der Wäscherei wird sich wie ein Abschlussballdate anfühlen im Vergleich mit dem, was wir mit dir anstellen. Okay. Wie läuft's mit dem Waldspuckwettbewerb? Tja, wir warten nur auf den Koch. Den Koch? Bruno, der Koch. Der ist dieses Jahr Favorit. Warum nennt ihr ihn der Koch? Weil er der Koch ist. Ach so. Dachte, das wäre nur so ein Spitzname oder so. Also, wie ist das Essen hier drin so? So schlimm, wie man sagt? Ich gebe dir mal einen Gratistipp, bevor du dir Ärger einhandelst. Hier drin bist du nichts wert. Es sei denn, du kannst was für andere tun. Sleazy zum Beispiel kann einfach alles besorgen. Was ich sagen will, wenn du nichts beizusteuern hast, dann kümmert sich niemand um deinen Neulingsarsch. Verstehe. Bruno ist hier der Koch. Und wenn der Spitz kriegt, dass du sein Essen schlecht machst, kriegst du kein Essen. Also pass auf, wem du was sagst. Mach ich. Kluger Junge. Also, nochmal versuchen? Nein. Nein und seinen Arsch auch nicht. Nein und seinen Arsch auch nicht. Ach ja? Mir hat ein Vögelchen gezwitschert, dass ihr beste Freunde geworden seid. Guck mal, der kann kaum noch laufen. Ich hab mir nur einen Wolf gelaufen. Ich hab den Typen nicht mal berührt. Habt ihr das gehört, Jungs? Der Neue ist frigide.
Was soll ich sagen? Ist einfach nicht mein Ding. Entspann dich, Junge. Wir machen nur Spaß. Box geht uns voll am Arsch vorbei. Mhm. So, da ist eine Tribünenplatz. Und dann haben wir hier die Platten. Aber sonst, wenn man so frei redet, mit diesen Vollidioten nicht. Denn ich denke, wenn wir mit einem von denen reden, reden wir automatisch mit dem da. Und dementsprechend... Ja, rede ich nochmal mit denen. Ich glaube, der Typ kann mir nicht mehr helfen. Okidok. Ich will ihn nicht ablenken, der weiß schon, was er zu tun hat. Die beiden da hinten sind uninteressant. Also, vielleicht nochmal mit Murray reden? Reden? Murray? Was zum Geist denn mit dem Koch los? Was zum Geier ist denn mit dem Koch los? Ja, der ist schlecht drauf. Aber er kann nichts dafür. Als er klein war, hat ihn sein Vater gezwungen, seinen Hamster aufzufressen, als er sein Zimmer nicht aufgeräumt hatte. Im Ernst? Ich meine es immer ernst. Damals entstand wohl sein fieser Charakter und seine Kochleidenschaft. Erstaunlich, aber wissen Sie was? Ich koche auch leidenschaftlich gern. Willst du damit sagen, dass du in der Küche arbeiten willst? Naja, das wäre echt toll. Da gibt's sicher eine Menge Zeug, das ich in meinem Inventar ganz gut machen würde. Wie bitte? Oh, nichts. Na gut, dann mache ich dich vorläufig zum Sous-Chef. Sag Bruno, dass du sein neuer Gehilfe bist und zeig ihm, was du drauf hast. Danke, Murray. Ich werde mein Bestes geben. Ich lass ihn mal arbeiten. Well, das war natürlich jetzt super einfach. Und es ist weiterhin lustig, dass er immer noch diese Smiley-Marke hat. Okay, dann gehen wir mal in die Küche. Und gucken mal, was wir stehen können, ja. Hallo nochmal, mein Freund. Ich will hier... Verpiss dich aus meiner Küche, Kakerlack! Hey, warte mal, Bruno. Ich soll dir hier beim Kochen zur Hand gehen. Wer sagt, dass ich Hilfe brauche? Murray sagt das. Vielleicht solltest du mal ein Wörtchen mit ihm reden. Ich will keinen Ärger mit den Wachen. Die haben mich eh schon auf dem Kieker, seit ich einem von ihnen mal den Daumen abgebissen habe. Oh, okay. Also, was soll ich machen? Ich sag doch, ich brauch keine Hilfe. Aber schätze, du könntest mal mit der Suppe anfangen. Nimm den Topf da drüben. Alles klar. So, was haben wir denn hier so Feines? Brühwürfel. Okay. Ein Topf. Eine Nachricht, die kein Highlight bekommt. Ist es wohl nicht wert. Eine Wok, eine Pfanne. Den Rest gucke ich mal ganz kurz so schnell an. Zweimal Bruno. Doppelt hält besser. Ofen und der Dampfkochtopf. Oh, Kochplatte und Topf selber sind ebenfalls. Interessant. Ein Haufen kleiner Dreiecke. Oh boy. So, der CPS-Matic 9000, so eine Serie. Bedienungsanleitung, so einschalten, klicke die Klack, Kontrollknöpfe, Schritt auswählen, Zeiteinstellung, Temperatur einstellen, Start. Das Modell in dieser Anleitung unterscheidet sich möglicherweise von dem, das Sie gekauft haben. Diese Anleitung ist gültig für alle Modelle der CPS-Matic 9000-Serie. Dementsprechend gehe ich mal davon aus, dass wir das jetzt hier... Aber uns fehlen so ein bisschen die Tasten. So, was haben wir jetzt bekommen? Wir sollen etwas Geschmack ins Essen bringen. Habt ihr aber noch nie benutzt. Also ich gehe mal davon aus, dass wir hier das, die Waschmitteltablette nutzen sollen. Denn wir sollen vermutlich mehr Chaos anrichten als alles andere. Dann gleichzeitig gucken wir nochmal. Was für ein Mammut. Den Topf benutzt Bruno gerade. Ein Wok. Wer den wohl hier hingetan hat? Eins von Brunos Kochutensilien. Okay, also eins von Brunos Kochutensilien wird wohl vermutlich bedeuten, dass wir das nicht einfach mitnehmen dürfen. Dementsprechend werden wir vermutlich diese Ablenkung vermutlich machen müssen. Ja, jetzt habe ich beides reingeschmissen. Gibt es noch irgendwas anderes, was ich reinschmeißen könnte, wenn ich gerade schon lustig dabei bin? Damit wird es auch nicht besser schmecken. Ach, das sagst du jetzt. Und auf einmal kommt ein Zaubertrank dabei raus. So, gucken wir uns nochmal das Ding an. Wir haben
Ja, wir haben nur Blau und Grün. Und nun? Den fass ich. Doch, den fass jetzt bitte an. Dankeschön. Habe ich wohl was falsch gemacht. Habe ich wohl was falsch gemacht. Sonst noch irgendwas anderes? Leider kann man hier nicht die Highlight-Taste nutzen. Okay, woher soll ich den Scheiß jetzt herausfinden? Kann man, gehen wir mal dahin. So. Einschalten. Also das müssen wir wirklich scheinbar erst ganz zum Schluss machen. Die Kontrollknöpfe. Vielleicht müssen wir das einzeln machen. Obwohl, nee, das heißt ja starten. Wie stellt man hier sowas wie Auswahl, Zeit und Temperatur ein? Das Ding ist so rein Knöpfe, kein Display. So, was ist das da? Kann ich hier? Nee, ich kann auch hier nicht mein Inventar nutzen. Okay, das ist irgendeine Knopfkombination. Und das ist fies, weil das Spiel einem nicht wirklich sagt, wie es richtig gemacht wird. Ha. Gucken wir mal ganz kurz. Vielleicht muss ich sagen, grün. Das fies ist auch, dass es überhaupt keine Richtungspfeile hat. Vielleicht bedeutet das hier links, das wiederum rechts, rechts, links. Probieren wir mal. So, grün links, blau rechts, grün rechts. Okay, mal gucken. Grün links, blau rechts. Hey, was zum Geier ist hier los? Was treibst du denn, Grünschnabel? Nichts, ich mach doch nur die Suppe. So, und jetzt kann ich ihm den Kochtopf klauen vielleicht oder die Vox-Dinger hier? Ich werd's nicht mal probieren. Den benutzt Bruno gerade. Interessant, das nimmt er mit, aber halt die anderen Sachen wiederum nicht. So, gibt's denn noch irgendwas Interessantes sonst? Was da wohl drin ist? Naja, egal. Ja, wir machen es gar nicht erst großartig auf. Sollte ich lieber nicht, nachdem ich die Suppe versaut habe. Ich stecke meine Hand nicht in diese Brühe. Oh. Da scheint Bleiche im Waschmittel zu sein. Die reagiert auf Hitze. Okay. Und damit war's das. Und was hat uns das jetzt gebracht? Ich dachte wirklich, dass wir hier irgendwie... Oh, Moment, lass uns nochmal zurückgehen und vielleicht die Brühe reinfüllen. Vielleicht muss man irgendwie wirklich so fies sein und... Hier. Aus dem Topf da brauche ich nichts. Okay, chill. Kann ich irgendwie die nutzen und jeden davon eine überzuziehen? Verstehst du, für jeden Topf einen Deckel finden? Aber das wird es vermutlich nicht sein. So, probieren wir nochmal hier. Also wir wissen, das hat nicht funktioniert. Probieren wir mal das hier noch mit dem Schnaps aus. Das Waschbecken ist wirklich... Okay, der macht's nicht und dann vermutlich der ebenfalls nicht. Das Waschbecken... Was will man mit den Scheißdingern? Das ist der Napf von der Katze. Jupp. Das ist ein Wok. Wer den wohl hierher getan hat? Das ist eins von Brunos Utensilien. Es ist ein bisschen schade, dass er genau das gleiche sagt, wie bevor man die ganzen Sachen eingesammelt hat. Okay, was haben wir jetzt noch? Wir haben die Küche abgeschlossen. Gehe ich mal davon aus. Außer es kommt vielleicht später nochmal in Frage. Wir haben das hinten mit dem Feld. Wir haben den Spuckwettbewerb. Na, das vielleicht... Ich meine, es gibt ja halt so wirklich so Spucknäpfe. Ist der Witz dahinter, dass man das im Endeffekt so weiter spucken lassen soll? Als würde man einen Stein auf den See schmeißen oder Richtung See schmeißen, damit er weiter plätschert?
Das klingt schon wieder dämlich, aber wir probieren's. Denn anders kann ich es mir schon nicht mehr vorstellen. Lass mich raten, das große Puzzle wird dann wiederum sein, in welcher Reihenfolge man das macht. Okay, dann fangen wir mal an. Wir haben den hier. Wo würde der hingehen, wenn wir nach meiner Logik gehen? Vor allem auch, die Sache ist ja, dass wir hier die auch hinplatzieren müssen. Probieren wir mal dem hier im hintersten Bereich. Was zum Geier machst du? Ja, was zum Geier? Man darf nach den Regeln keine Sachen auf den Boden legen. Na, dann zeig mir doch mal die Regeln vom Weitspuck-Wettbewerb. Besonders die Stelle, wo es heißt, dass man keine Sachen auf den Boden legen darf. Wow, da hat er aber recht. Wie auch immer, Junge. Glaube nicht, dass dir das irgendwie nützt, so scheiße wie du spuckst. Okay. So, und ich gehe dann... Ich mach's einfach nach irgendwelcher Reihenfolge. So, wie weit haben wir gespuckt? Bis hier, oder? Ja, okay, weil er dann halt so springen soll, vermutlich. Und dann den hier? Dahin. Vielleicht? Ah, okay, dann nimmt er den wieder auf. Ich dachte, jetzt könnte man so schon den Spuckwettbewerb mitmachen. Ich will spucken. Tu dir keinen Zwang an, Junge. Das ist alles? Mann, du wirst immer schlechter. Motherfucker. Weiß gar nicht, was ich falsch mache. Hey, gib nicht auf, Neuling. Ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Wenn du wüsstest, was ich hier schon alles erlebt habe. Hey, wisst ihr noch, der Typ, der immer Buttermilch getrunken hat, um die Spucke anzudicken? Ha, wie hieß der noch? Das war Johnny. Johnny Knives. Genau. Der Bastard hat eine Menge Rekorde gebrochen, damals. Und was ist mit Lester? Der Typ war ein Mathe-Genie. Und Mann, oh Mann, wie der das für sein Spucken eingesetzt hat. Wie bitte? Der hat beim Spucken Mathe benutzt? Mensch, Neuling, Spucken ist nicht so einfach, weißt du? Man muss auch mal ein Köpfchen benutzen. Der Typ konnte die Erdbeschleunigung zu seinem Vorteil nutzen. Und so Bradleys alten Rekord brechen. Ja, ja. Das war wirklich Hochleistungssport vom Feinsten. Okay. Also das war es jetzt noch nicht. Dementsprechend, wir testen jetzt einfach mal nur... drei Stelle war jetzt hier, genau. Und dann... so? Ich will spucken. Tu dir keinen Zwang an, Junge. Yeah, der Grüne war schon ganz nett. Aber du bist noch lange nicht beim 63-7-Rekord von Harry Masterson. Gott hab ihn selig. Scheiß auf Harry Masterson. Okay, also der Sprung war in Ordnung. Die Frage ist, ob man die Vox anders stellen muss. Oder die Utensilien. Vielleicht drehen wir die hier mal um. Damit halt dieser gerade letzte Sprung besser ist. Und wenn das nicht das hilft, dann müssen wir mit dem noch gucken. Ich will spucken. Tu dir keinen Zwang an, Junge. Du bist besser geworden. Aber leider ändert das gar nichts. Ja, danke für die Aufmunterung. So, dann lass mal ganz kurz testen, was passiert, wenn wir den nehmen und ganz bewusst mal ganz nach vorne stellen. Ich habe das Gefühl, dass solange er den nicht umdreht... Okay, das wird ja nichts, das ist doch schon klar. Also wenn wir den jetzt dann... Das Problem ist, dass der ja dann zurückspringt. Probier einfach mal. Ich habe das Gefühl, dass halt vielleicht am Anfang einer sein muss. Sprung, bung, bung, bung. Keine Ahnung. Ich will spucken. Tu dir keinen Zwang an, Junge. Wow, Alter. Du hast das Ziel getroffen. Oh Mann. Hast du gerade auf meine Zeitung gespuckt? Das ist ja ekelhaft. Du meinst wohl... Seine Zeitschrift. Nein, 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 das ist meine. Die habe ich noch nicht fertig gelesen.
Der Eigentümer der Spucke ist der Eigentümer der Zeitschrift. Das weißt du genau. Ach, kommt schon, Jungs. Gib dem Neuling die Zeitschrift. Danke. Danke ihm nicht. So sind nun mal die Regeln. Tja, hab zwar nichts gewonnen, aber wenigstens habe ich's diesem fiesen Vertreter gezeigt. Rache ist ein Gericht, das am besten kalt serviert wird. Und mit Schleim. Okay. Also hier muss man dann auch wieder sagen, reine Versuch-Irrtum-Methode. Ah, nur eine blöde Zeitschrift. Ah, und die müssen wir dann Murray geben. Alles klar. Aber ich würde sagen, das machen wir dann beim nächsten Mal. Wir sind schon wieder an der Zeit angekommen. Das ist heftig, wie wenig wir im Endeffekt geschafft haben. Aber gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich verabschiede mich und bis dann.